persönlich einem ins Gesicht zu sagen, dass das und das doof ist, ist ja, also da ist das ja übers Schreiben leichter. Mit dem Aufkommen sozialer Netzwerke haben wir fantastische neue Möglichkeiten bekommen, uns zu beteiligen, unsere Meinung zu äußern, etwas zu posten. Leider wissen einige Menschen im Netz mit Meinungsfreiheit nicht angemessen umzugehen und meinen, sie könnten einfach alles raushauen, was ihnen in den Sinn kommt. Dass man zum Beispiel ein Foto hochlädt, wie man halt zum Beispiel lacht und dann zum Beispiel einer schreibt, du hast voll die Hasenzähne. Das Großartige am Internet und insbesondere an sozialen Netzwerken ist ja die Möglichkeit, dass ich mich einbringen kann. Der Nachteil ist eben, durch die Niedrigschwelligkeit können das auch Menschen tun, die offensichtlich gar kein Interesse daran haben, etwas positiv zum Gemeinwesen beizutragen, sondern die schlicht und ergreifend auf Stunk aus sind. Ich finde, das ist vor allem auf YouTube so, bei so YouTubern, dass die halt ziemlich in Anführungszeichen gehatet werden. Und dass dann halt auch so ziemlich so Sachen geschrieben werden, die auch auf die Person selber bezogen sind. Zum Beispiel, du bist scheiße oder so. Genau das versteht man unter Hate Speech, dass ich eben Menschen fertig mache im Netz, dass ich Gruppen von Menschen oder Einzelmenschen beleidige, heruntermache, bis hin zu Aufforderungen wie geh doch sterben oder so etwas. Also eine absolut entwürdigende und respektlose Sprachweise über andere Menschen im Netz. Was ich verstehen könnte, ist, dass jeder seine Meinung sagt, dass man das schreiben kann, aber in einem richtigen Sprachgebrauch. Seit es Kommunikation im Internet gibt, ist es wichtig, sich um Netiquette zu kümmern. Also so etwas wie Benimm- und Anstandsregeln der Kommunikation. Konkret geht es zum Beispiel darum, wie schreibe ich über jemanden im Netz? Wie bringe ich mich in Diskussionen ein? Habe ich sachliche Argumente? Gehe ich respektvoll mit dem Gegenüber um? Versuche ich zu verstehen? Oder pöbele ich rum? Dann werde ich unter Umständen aufgrund der herrschenden Spielregeln, eben aufgrund der Netiquette, aus einem Forum rausgeschmissen oder meine Beiträge werden gelöscht. Wenn die Person sachlich kritisiert oder seine Meinung dazu sagt und da ohne Beleidigung, dann fehlt das okay, dann braucht man es auch nicht löschen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt für Eltern, aber auch für Lehrer, Pädagoginnen, Menschen, die in der Jugendarbeit aktiv sind, ist, selber als Vorbild glaubwürdig zu sein. Darüber hinaus müssen wir immer wieder auch, glaube ich, Werte thematisieren, um die es uns geht, wie zum Beispiel unsere Menschenwürde, die uns allen als Gottgeschöpfe gleichermaßen gegeben ist. So können wir Kinder stark machen, auch für Kommunikation im Netz, auch um Meinungsfreiheit zu sichern.